Ich pack aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ich pack aus. Heute mal mit Hello Kitty. Ey, fragt mich nicht, was mich da geritten hat, als ich das im Supermarkt mitgenommen habe. Ja, Hello Kitty. Es sieht nicht wirklich aus wie was ich mir kaufen würde. Nein, ich würde es mir auch nicht kaufen. Aber für Ich pack aus habe ich gedacht, kann man das mal machen. Ja, Hello Kitty Candy. Also Candy ist hier Süßigkeiten und so wahrscheinlich. Peachy Aji gibt also in, was ist Peachy? Weiß nicht, hier Pfirsich oder so. Soda Aji gibt's auch. Und Lemon Aji, also Melone. Ja, da unten sehen wir auch die Brennwerte. Natürlich alles ganz, ganz heftig, macht dich kaputt. Da sehen wir auch nochmal deutsche Beschreibung. Senyakumae irgendwas. Aber, na gut. Okay, wollen wir es mal aufmachen? Ach, guck mal, da gibt es sogar so einen schönen Reißer. Die liebe ich ja. Die sind immer aus... Ah, guckt euch das an. Da gibt es eine Menge Candy. Candy, wuhu! Und wir haben sogar... Oh mein Gott. Wir haben den Hello Kitty Super Sticker erworben. Zieht's euch rein. Wir haben den Sammelsticker von Hello Kitty. Alter, den muss ich mir erstmal auf meine Federmappe für die Uni heften. Okay, also Hello Kitty Sammelsticker haben wir auch. Hier sind die kleinen Bonbons, einfach Candy-Bonbons, hier diese Süßigkeiten-Dinger da. Ja, ich würde sagen, ich probiere mal den mit Peachy, der klingt nämlich ganz gut. Probieren wir, boah, ist so ein Sternform, muss natürlich auch alles schön kawaii sein und so, ne, Hello Kitty. Okay, rein damit. Mhm. Mhm. Ohne Scheiß, ganz normale Bonbons. Mit Pfirsich, aber gut. Ja, doch, also vom Geschmack her sind die echt nicht schlecht. Colorful Bunny, ja natürlich. Wir haben die Colorful Bunny Hello Kitty Candy Bomber. Oh mein Gott, ey. Wenn ich jetzt irgendwie eine Firma hätte oder so, dann würde wenn ich irgendwann mal in meinem Leben eine Firma haben sollte, ja. Dann mache ich am Empfang, stelle ich so ein, das haben ja einige Restaurants, haben das auch für die Kinder, wenn die dann bezahlen, die Eltern. Dann stelle ich so eine Schale mit Hello Kitty Bonbons dahin. Und dann können die sich einen wegnehmen, wenn ich dann irgendwie so Geschäftspartner da habe, ja. Kommt meinetwegen der Firmenchef von Google, kommt rüber in mein Unternehmen und ich sage, willst du erstmal so ein Hello Kitty Candy, Mann? Bitte, nimm! Ja, genau. Das mache ich. Nee, sind aber gut, also... Vom Geschmack her kann man nichts sagen. Sind, also, ich mag Bonbons schon gerne, aber nicht alle. Aber die sind vom Geschmack her, zumindest die Peach-Dinger, wie die anderen sind, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Sind die echt gut. Also, treffen meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist bei Bonbons nicht immer der Fall. Aber die sind nicht schlecht, auch wenn die Verpackung echt bescheuert aussieht. Also, normalerweise, das würde ich niemals kaufen, wenn ich nicht jetzt im Sinn gehabt hätte, das auszupacken. Ich hätte es niemals geholt. Aber der Inhalt ist echt gut, also... Mein Gott, da täuscht die Verpackung echt um meilenweit hinweg. Nun gut, Leute, das war's dann von dieser Folge mit Ich pack aus. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt euch an, kann man diesem Hello Kitty Bunny, kann man dem widerstehen? Ich glaube, dem kann man nicht widerstehen. Der ist einfach so kawaii, der ist so süß. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Ich pack aus. Tschüss.